Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Nach den hektischen Karnevalstagen gleiten wir sanft hinein in diese 410. Episode von Extra Chill. Wir hörten die Single The Waves in the Sea, ein Gemeinschaftswerk von Le Code aus Frankreich und einer Neuvorstellung, dem jungen Eduardo Gastaldi aus Venedig. Ein ausgebildeter klassischer Komponist, der gerne mit dem Electronica und Ambient Genre flirtet. Download beim Label Mare Nostrum unter marenostrumlabel.bandcamp.com oder wo immer ihr sonst gute digitale Musik kaufen könnt. Ihr Lieben, gut erholt kehrte ich aus den wunderschönen Ardennen zurück und stürzte gleich wieder zurück in den Arbeitsstress, denn in meinem Labor werden neue Geräte installiert und das nimmt mich so sehr in Anspruch, dass ich nur sehr wenig Zeit habe, diese aktuelle Folge von Extra Chill zu produzieren. Damit sie trotzdem heute, am 1. März 2024, erscheinen kann, habe ich mich entschieden, meine Moderationen so knapp wie möglich zu halten und die Playliste im Stil meiner langen XL Specials zu präsentieren. Ich sage jeden Titel und Künstler vor dem Abspielen kurz an, damit ihr wisst, was und wen ihr hören werdet.
Natürlich sind die Shownotes unter extrachillpodcast.de wie üblich einsehbar, zusammen mit dem Webplayer, den Spendenknöpfen, den Kontaktmöglichkeiten und der Kommentarfunktion. Falls eure Fragen damit nicht ausreichend geklärt werden, schreibt einen Kommentar ins Weblog oder eine E-Mail an extrachillpodcast@gmail.com. Und damit steigen wir auch schon ein in die heutige Musikauswahl und eine Neuvorstellung schließt sich an. Nolotin nennt sich ein junger Mann bzw. sein Musikprojekt. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Seine Chill-Out-Single Three Bottles erschien bei Samay Records unter samayrecords.bandcamp.com. Episode 407 spielte ich das Stück Past Memories von Martin Jahl und Kostelic, das ich bei Drift Deeper Recordings entdeckt hatte und ich behauptete damals, das sei das Titelstück eines Albums. Dabei war es nur eine Single. Wie der Zufall es will, haben die beiden Jungs meinen Fauxpas ausgebügelt, indem sie aus der Single nun eine EP gemacht haben und daraus hören wir jetzt den Titel L Feeling R oder Left Feeling Right.
Erneut gibt sich jetzt ein neuer Künstler die Ehre in meinem Podcast. Wir lernen Tom Bragel aus Polen kennen, dessen Album Regainable beim Kavi Collective erschienen ist. Tolle Electronica-Tracks befinden sich darauf, so auch das Stück Klamra, das wir jetzt hören werden. Download unter kavi.org sowie bei Bandcamp. Go.
Eine der wenigen Produzentinnen, die bei Extra Chill regelmäßig auflegt, ist Abigail mit ihrem Projekt Le Mort d'Abi, das wohl von Florida nach Tennessee umgezogen ist, in die Country-Hochburg Nashville. Für ihren Longplayer In Those Days blieb sie aber dem Label Triplicate Records treu und als Appetithappen spiele ich daraus das Stück In the Snow, Both Ways. Download unter lemortdabi.bandcamp.com.
Noch eine letzte Neuvorstellung habe ich für euch. Wir hören jetzt zum ersten Mal Musik von Alice B. aus Lettland. Der Künstlername ist an seinen echten Namen angelehnt, denn der junge Mann heißt Elvis Bitans und lebt in Riga. Er reiht sich an 30. Stelle in die wohlbekannte Singleserie Components vom Label Space Lunch ein, mit einer netten Minimal House Nummer. Download gegen eine Spende über die Bandcamp-Seite des Labels. Improve your appearance, however, by following the principles of Dynafun. You must listen to this recording again and again and again. You can improve your appearance, however, by following the principles of Dynafun. You must listen to this recording again and again and again. You can improve your appearance, however, by following the principles of Dynafun. You must listen to this recording again and again and again. You can improve your appearance, however, by following the principles of Dynafun. You must listen to this recording again. Again.
Jetzt ein Wiederhören mit dem Projekt WeWe, von dem ich inzwischen wenigstens den Vornamen erfahren durfte. Er heißt Tobias und veröffentlichte nun zum ersten Mal ein Album beim deutschen Netlabel Melotonin. Es heißt Sacred und ich spiele das Titelstück, eine Melange aus Dubtechno und Minimal House. Download unter melotonin1.bandcamp.com.
Und den Abschluss dieser etwas anderen Extra-Chill-Episode ist wieder eine Kooperation zweier Künstler, die beide hinter dem Ambient-Label Atlantea Records stehen und die wir bereits gut kennen. Atmosphäre alias Tom Levens aus Belgien und Balsam alias Anthony Asher Yates aus den USA. Ihr neuestes Werk trägt den Titel The Rite of Purification und als Rausschmeißer dürft ihr gleich im Mondschein tanzen mit dem Stück Moondance. Download unter atlanteerecords.bandcamp.com. Doch zuvor ein paar schnelle Abschiedsworte, ihr Lieben. Wir hören uns wieder, hoffentlich in gewohnter Form, am 15. März, denn dann erscheint Episode 411. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, hier bei Extra Chill.